Das wird eine wilde Wetterwoche. Zuerst wird es ungewöhnlich warm, dann kommt Sturm und zum Schluss auch noch Schnee. Aktuell haben wir aber noch Hochdruckwetter. Hochdruckwetter im Herbst bedeutet allerdings oft das hier, Nebel. Oberhalb der Nebelsuppe, da schien sie aber die Sonne. Auf dem Feldberg hatte man heute Morgen einen grandiosen Blick über die Nebelsuppe. In der Nacht breiten sich Nebel und Hochnebel in der Mitte und im Süden erneut aus. Im Norden bleibt es regnerisch, auch im Osten können mal ein paar Regentropfen fallen. Tagsüber bleibt es dann im Nordosten noch längere Zeit trüb und nass. Sonst gibt es zunächst ein paar Nebelfelder, die lösen sich aber schnell auf. Am Nachmittag scheint dann verbreitet die Sonne, nur im Nordosten bleibt es noch längere Zeit unbeständig. Hier nur maximal 12 Grad, sonst aber schon wärmer mit 13 bis 19 Grad. Im Dauernebel bleibt es noch ein bisschen frischer. Der Dienstag bringt mehr Wolken, zeitweise Regen. Am Mittwoch mit Föhn sogar bis zu 25 Grad, dann kommt der Sturm und hinter dem Sturm kommt Polarluft und die bringt dann ein paar Schneeflocken.